Hey ho. Was könnte man für Sachen machen? Okay, ich weiß, was ich mache. Es ergibt sich gerade nämlich sehr gut, wenn man keinen Raketenwerfer hat. Falls ihr noch im Kopf habt, wisst ihr, wo ich hinfahre. Der Punkt der Karte. Ich meine, es gibt nämlich noch eine Möglichkeit, wie man den Ding öffnen kann. Also so Mausen halt zerstören. Nur ist halt ein panzertes Fahrzeug, was halt ewig dauert. Aber ich glaube, es gibt einen Trick, wie das beschleunigt werden könnte. Ich bin mir aber nicht sicher, weil das auch schon etwas länger her ist bei mir. Bam! Oh Gott, nein. So. Wenn die sich nicht bewegen, ist es mir auch egal. Erstmal aktivieren. Weit fliegen, damit ich gehalten kriege. Das ist, liegt weit nach hinten. Okay, das sieht anders aus. Fuck's sake. For fuck's sake. Ab. Hast du Probleme oder was? Nein, wenn man es richtig macht mit dem Geldtransporter und in die Todesschaukel richtig platziert, dann kann der Schaden so ungeheuer groß werden, dass man es noch ein oder zweimal wiederholen muss und... Ja, noch ein oder zweimal wiederholen müsste und dann hat man den Kopf, weil er anfängt zu brennen. Aber beim ersten Mal könnte er, wenn er richtig platziert ist, halt, was gerade nicht der Fall ist, halt direkt schwarz rauchen. Das heißt, es fehlt auch nicht mehr viel. Ich versuch's nochmal. Was sind das für Ghetto-Leute drin halt? Also diese so Hip-Hop. Seems Legend. Ich versuch's nochmal. Ich muss nur überlegen, muss das Fahrzeug mehr hoch oder weit? Ich glaube, weit ist effektiver. Weit hat das Problem, dass die Achse so krass bewegt, dass es das nicht mehr fährt. Ich werde es mit weit versuchen. Weit ist vielleicht erfolgsversprechend da. Übrigens, falls es euch aufgefallen ist, überall fahren jetzt wieder Geldtransporter. Das liegt aber auch daran, weil das gerade... Scheiße. Das liegt einfach daran, weil es gerade... das Modell gespeichert oder beziehungsweise RAM geladen ist, deswegen. Krieg ich den angeschoben? Komm rein mit dir. Das ist halt so eine Position, ich glaube, den krieg ich nicht mehr gerettet wieder. Ratter, ja. Na, keine Ahnung, ich muss mal irgendwann extra ein Video machen, die sich nur um diese Schaukel dreht. So. Ich wäre aber lieber mit einem Auto auf der ankreuzen, weil mag ich nicht mit so einem Transporter.
Was könnte man denn mit ihr machen? Ah, ich weiß nicht, ich hab eine Idee. Ah, da war doch die Polizei. Verdammt. Ich will nicht mit Polizei da aufkreuzen. Ich glaube, das Date ist dann sofort abgebrochen. Wenn es überhaupt möglich ist. Ach. Was passiert, wenn man mit so einer Mutter aufkreuzt? Was da passiert? Alter. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Wie bitte? Das ist gut, das ist gut. Jetzt kann ich direkt zu ihr. Okay. Gucken, wo die Punkte auf der Karte sind. Ich hätte eine Idee, deswegen. Hey there, handsome. Come on, let's get going. Genau hier hin. Car. You're wearing that. Good. You look good. So, thanks for taking me out again. No problem. Yeah, I've never dated a foreign guy before. A lot from another planet, but none from another country. Okay. Tell me about yourself. Tell me about Nico Bellic. There is not much to tell. I just moved here. I know. And you live with your cousin. What do you guys do? I don't have regular work. So, what did you do in Europe? I work. In tourism. In travel industry. Did you fight in the war? Sure. How was that? How do you think it was? Seeing your friends die? Seeing men have their legs blown off? It ruined me. I'm so sorry. Me too. Maybe here, things will be different. Yeah. I'm on murder. Ist das? Hab ich den gerade? Cool. What a great idea. Oh, ich dachte, ich hätte jetzt Lil Jacob gehört. Lass mal Pool spielen. Hatten wir auch noch nicht gemacht, deswegen. Okay, Regel Nummer 1 bei Pool normalerweise ist nicht frontal auf die Spitze treffen, weil dann bleiben immer Kugeln stehen. Man muss irgendwie die Seite treffen. Und zwar zwischen der gelben Halbkugel und der braunen Kugel. Alter, ist das empfindlich. Scheiße. Oh, too bad. Oh, ja. Also habe ich die vollen. Ach, lass dir Zeit. Hier sagt Lars dir Zeit. Hab eh nicht vor zu gewinnen. Topspin. Ach, jetzt sieht man das nicht, ey. Und der Winkel war auch noch nicht gut gewählt. Shit. Ah, die kriegt die jetzt nicht raus.
Yep. Braun auf lila würde sich anbieten, weil grün. Der Winkel für grün ist einfach, naja, machbar, aber. Alter. Das ist so empfindlich. Ich drück Bruchteil 4 Sekunden. Alter. Okay, ich weiß schon mal, was hier nicht funktioniert mit 60 FPS. Ja, kommt schon. Nein. Ja, das war klar, Alter. Ich kann nicht, das ist, die Präzision ist halt hier scheiße. Aren't you meant to sink the balls? Würde ich sogar ohne V-Sync und so und in der Nvidia-Einstellung auf Speed einstellen. Dann hätte ich zwar kein Tierling und keine Ahnung, wahrscheinlich 100 FPS an dieser Stelle, aber oh Gott. Was würde sich dann nach dem zweiten Versenken gut anbieten? Ja, ich glaube, ich versuche es. Nein. Weil dann versenke ich die lilane. Dann bin ich in der Position für blau. Backspin, damit die Kugel nicht mit versenkt wird. Cool. Linksklick wie voll fortsetzen. Ah, das ist wieder Millimeter. Ich will genau zwischen den beiden Punkten will ich. Ach komm, Power. Das wird nicht. Ja. Ah, scheiße. Ich dachte, das. Nein, Gott. Ich bin im Pool nicht so schlecht, aber hier in GTA ist es gerade echt anstrengend. Ja, schon betrachtet, wie dieser Tisch aussieht. Dazu sage ich jetzt lieber nichts. Ja, jetzt kann sie schwarz versenken. Und? Das könnte sie sogar schaffen, wenn sie meine orange Kugel dafür nutzt. Ja. Okay. GG. GG WP. Easy und so. Well played. How about another one? Komm, eine Runde will ich noch versuchen. Okay. Was war das denn wieder? Hat zwar funktioniert, aber what the fuck? There you go. What the fuck? Wieso zieht der nicht mehr nach hinten? Nico, you fouled. Irgendwas stimmt da gerade nicht, aber hör gut. You did good. Wird die gelbe links in die Bande reingehen? Ich ziehe die Maus zurück und dann muss man sie nach vorne brechen. Und das entspricht dann diesem Stock, den Kö. Aber irgendwie resettet er die Bewegung die ganze Zeit. Oh, Weißeck. Alter, ist das empfindlich mit 60 FPS. Ja, hat man gesehen. Der resettet das immer ein bisschen. Oh, ich glaube, ich gehe in die Vollen. Bam. Ein bisschen aufräumen, auch wenn ich die versenkt habe. Wahrscheinlich auch die falsche Kugel zuerst. Ja. Das heißt, hier wird die Gelbe jetzt versuchen. Oder auch nicht. Orange könnte ich jetzt versuchen.
Wenn der Winkel passt, sollte passen. Damn. Okay, ich werde auf jeden Fall hier nicht mehr Billard spielen. Das ist mir irgendwie keine Ahnung. Braun würde ich an ihrer Stelle machen. Also, ja, stimmt, gab's ja auch noch was. Wie passt der Winkel, damit ich nicht viel korrigieren muss? Wahrscheinlich so. Blau auf lila Loch, das ist... Scheiße, weiß weg. Ich musste blau antitschen, damit ich vielleicht lila in Bewegung kriege und leider hatte Loch verfehlt. Next time I will get it right. Oh, okay, ich denke, ich werde rot nehmen. Oder orange, ja, rot ist das unten links. Richtig. Oh, nein. Ach, Gott. Ja, die geht auf jeden Fall rein. Muss jetzt lila oder orange rausholen. Orange würde ich... ist beides scheiße an ihrer Stelle. Was macht denn Sinn? Soll ich die hier rausholen? Dann habe ich aber das Winkel mit... Ich mach Backspin, damit die weiße Kugel nicht reingeht. Genau so. Rot oder lila? Hey, you sunk one. Ach, Alter, ist das... Scheiße. Ach Gott, Alter. Natürlich das ganz andere Loch, ey. Das ist, verdammt. Ich muss eigentlich die Folgen zuerst spielen. Weil ich könnte rot auf jeden Fall versenken mit Verlust meines Zuges. Ich hoffe das mal. Shit. Das war's dann wohl. Ich bin zu scheiße für dieses Spiel in GTA. Ich bin zu scheiße für ein Spiel im Spiel. Wie oft muss ich die Maus denn noch rausziehen, Alter? Holy shit. Das passt irgendwie nicht so ganz. Ja, wenn ich rot jetzt nicht reinkriege. Ich will aber auch die weiße nicht reinhauen. Ich kann keinen Backspin machen, verdammt. Irgendwie will er nicht weiter rausziehen. What the fuck? Irgendwas stimmt mit dem Game, definitiv nicht. Ich habe die Maus gerade fast bis zur Tischkante runtergezogen, aber irgendwie wollte er nicht. Und ich war's noch nicht mal schnell mit dem Ziehen. So. Lila. Lila. Machen wir so. Verdammt. Jetzt steht meine Lila nicht ziemlich gut. Die wird jetzt aber einlochen links. Ja. Zieht schon so. Richtig. Jetzt bin ich gespannt. Genau deswegen. Meine Chance zu gewinnen. Wupp.
Schwarze Kugel versenken. Machen wir einfach so, ey. Backspin. I will get the hang of this. Wie hab ich denn so scheiße getroffen, ey? Verdammt, ey. So, reicht mir, denke ich, allmählich auch. Great, I win. You want another game? Ach, hör mal auf. Take care. I told you I was great at pool. Yeah. Na gut, dann fahren wir jetzt hier nach Hause. Ich muss ja eigentlich fast nur geradeaus fahren. This isn't fun. No one cares. Alter! Soll ich versuchen? Ach. You going to invite me in? After today, sure. But if this ends up on the internet, I'll kill you. Great. But I hope you don't kiss and tell. Tja. Wir leben in interessante Zeiten. Internet und so. Tell me interesting things. There's something strange about her. Ja. Na gut, dann fahren wir auch mal nach Hause. Es war eine lange Nacht. Die ganze Nacht durchgesuchtet hier. Cool. Zumindest wurde es ja wieder Tag. Ja, richtig. Unfall. Schön, mit der Handbremse so weite Linien zu ziehen. Na gut, wie es weitergeht, solltet ihr eigentlich schon wissen allmählich.